Theresa. Theresa. In den Text schreibe ich Pimmelmann. Okay. Sie haben etwas mit Anfang Pimmelmann. Ja, genau, genau, richtig. Ja, das ist. Okay, ich schicke an diesen E-Mail etwas. Furchtbar. Ich verstehe so nicht, wie das... Gemacht, ich verstehe einfach nicht, wie es in deine Birne nicht reingeht. Ihr seid Betrüger, ihr zockt die Menschen ab, ihr ruft illegal an. Ich nehme keine Drogen, auch verkaufe keine Drogen, was ja illegal ist. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Ihr habt euch ja oft gewünscht, dass ich ein wenig böser am Telefon werde, wenn ich mal wieder von einer Betrügerin angerufen und beschissen werden soll. Das habe ich heute auch mal gemacht und mit der Dame ein ganzes Stück noch diskutiert. Selten, aber dieses Mal hat es geklappt, dass ich mit der netten Dame noch eine ganze Weile streiten konnte und habe versucht, sie aufzuklären. Ihr könnt euch allerdings ganz sicher denken, wie das ausgegangen ist. Nebenbei, ich habe ihr natürlich wieder jede Menge Zeit gestohlen. Das tolle Telefonat ging hier in der Originalversion wieder 47 Minuten. Alles wieder Zeit, in der sie niemanden anderen bescheißen konnte. Viel Spaß mit dem Anruf. Hallo? Mhm. Hallo, Amanda, schon gut. Ich spreche mit der Steiner, ja, Gerold? Ja. Okay, sehr gut. Mein Name ist Theresa Beret und ich rufe Sie von einer Anmeldung, die Sie haben gemacht in Bitcoin Random. Das ist richtig, ja? Mhm. Okay, so, ich bin Ihre persönlichen Kontoberater und möchte Ihnen helfen, aktivisieren Ihre Handelskonto. Okay? Mhm. Ja. Okay, sehr gut. Meine Frage ist, haben Sie eine Visa oder Mastercard? Welche Karte haben Sie? Na, die geht ja gleich zu Beginn ran und fragt gleich als allererstes im Gesprächseinstieg erstmal nach einer Kreditkarte, um sicherzustellen, dass ich auch irgendwie bezahlen kann. Ja, macht natürlich jede Bank so. Bevor wir überhaupt erstmal wissen, worum es so richtig geht, fragt man gleich erstmal nach dem richtigen Zahlungsmittel. Dann habe ich alles. Alles, okay, sehr gut. Also, haben Sie eine PC oder ein Handy mit Internetverbindung? Ja, habe ich auch alles. Okay, sehr gut. Also, Sie haben Ihre E-Mail in mein System, gerold.steiner@medcc.de. Das ist richtig, ja? Mhm. Okay, aktivisieren bitte Ihre E-Mail. Ich werde senden eine Hallo mit meiner persönlichen E-Mail von Theresa Beret, okay? Mhm. Okay, aktivisieren bitte Ihre E-Mail. Ich muss erstmal meinen Computer anmachen. Wie bitte? Ich sage, ich muss meinen Computer erstmal anmachen. Okay, ich verstehe. Mhm. Aktivisieren bitte. Ja, sobald ich den Computer anhab. Haben Sie es schon gesehen? Ich habe den jetzt schon angeschaltet, ja, aber es dauert eine Weile, bis der hochgefahren ist. Okay. Also, Ihre PC, Ihre Computer haben Internetverbindung, ja? Mhm. Okay, aktivisieren bitte Ihre E-Mail. So schlau scheinen Sie ja nicht zu sein, habe ich das Gefühl. Okay, ich werde senden einen Link, okay? Ja, das haben Sie ja schon gesagt. Okay, eine Minute bitte. Mhm. Also ich frage mich ganz ehrlich, wo sie die ausgebuddelt haben. Das geht ja mal überhaupt auf keine Kuhhaut, wie schlau und intelligent diese nette Dame ist. Haben Sie schon gesagt? Was habe ich gemacht? Ich gesagt eine Hallo mit meiner persönlichen E-Mail Theresa Beret. Ja, und ich habe Ihnen jetzt, glaube ich, 10-mal erklärt, dass ich den Rechner gerade hochfahre, oder nicht? Okay, okay. Czas oto ty. Zamawiasz. Tja, und da die wohl scheinbar überhaupt gar nichts versteht von dem, was ich ihr sage, fragt sie jetzt gleich im Hintergrund wieder die illegale Person, die da illegal zuhört. Also, kaum zu fassen, dass die überhaupt einen Cent an Geld verdienen. Hallo? Ja? Haben Sie schon den E-Mail bekommen? Oh, es wird immer intelligenter, ja, ich das Gefühl.
So, und da meldet sich auch gleich die nächste Tante zu Wort, die mindestens genauso intelligent ist wie die Dame zuvor. Ich meine, sie hat die ganze Zeit mitgehört und redet eigentlich den gleichen Scheiß wie die Tante davor. Wo sind Sie gerade? Zum sechsten Mal. Ich fahre gerade meinen Rechner hoch. Okay. Machen Sie dieses mit einem PC oder mit einem Handy? Zum zweiten Mal. Ich habe alles da. Wie haben Sie alles da? Oh Gott. Leute, wenn ihr die Leute bescheißen wollt, dann setzt doch da mal ein paar intelligente Menschen hin. Ich frage doch Ihnen, ob dieses E-Mail gekommen ist. Ich habe doch gar nichts anderes gesagt. Ja, ja. Deswegen ändert sich die Stimme auch zwischendrin. Meine Stimme ist so, hat sich nicht verändert. Genau. Okay, machen wir so. Wenn Sie das E-Mail bekommen haben und Sie es gesehen haben, sagen Sie mir es, okay? Ja, ja, ich habe ja, wie gesagt, meinen Rechner jetzt schon gerade angemacht. Jetzt muss er erstmal noch das Betriebssystem laden. Okay, ich warte, bis Ihr Rechner ankommt. Also es wird immer intelligenter mit dem tollen Callcenter. Vor allem kaum zu glauben, dass man mit denen 47 Minuten verschwendet hat, nachdem ich eigentlich schon gleich zu Beginn die Leute mehr oder weniger ein bisschen beleidigt habe. Und von Beginn an schon sage, dass man hier nur mit Betrügern zu tun hat. Aber die machen einfach weiter. Und wie gesagt, 47 Minuten habe ich mit denen verplempert. Kann auf jeden Fall nur noch viel, viel lustiger werden als jetzt schon. Wie heißt eigentlich Ihre Firma? Das hat die Tante am Anfang nicht gesagt. Unsere Firma heißt Origin Invest. Origin Invest? Ja. Ah ja, okay. Und wie viel Geld wollt ihr von mir haben? Wie viel Geld? Wir können ab 250 Euro im Jahr anfangen. Ah ja, okay. So, ich mache jetzt erstmal einen Internet Explorer auf. Ja? Dauert auch noch ein bisschen, der Rechner fährt noch hoch. Okay, kein Problem, ich warte. Warum rufen Sie eigentlich mitten in der Nacht an? Wir rufen dich nicht mitten in der Nacht. Also unsere Arbeitszeiten sind von 10 bis 17 Uhr, bis 19 Uhr. Also in der Nacht ruft dich Ihnen jemand anderes, nicht ich. Na klar, also nicht es ist, unsere Firma. Es ist 10.14 Uhr, es ist doch noch mitten in der Nacht. Ich kann es Ihnen so 100% versprechen, dass wir nicht in der Nacht gerufen haben, weil wir arbeiten ja nicht in der Nacht. Naja, nicht in der Nacht wäre so ab 12 Uhr. 12 Uhr nachts? Nee, 12 Uhr mittags. Ja, 12 Uhr mittags, natürlich rufen wir Ihnen. Also von 10 Uhr bis 19 Uhr rufen wir jede Kunde an. Naja, Jomio, Susan, Jaboni. Vielleicht gibt's ja jemanden von euch, der mir das in den Kommentaren mal übersetzen kann, was die nette Dame hier gesagt hat, bevor sie ihr Mikrofon ausgeschaltet hat. Zumindest sollte sich so rausfinden lassen, aus welchem Land sie anruft. Was war das jetzt für eine Sprache? Hä? Was war das jetzt für eine Sprache? Das für eine Sprache? Ja, was Sie gerade gesagt haben. Also ich habe mit meiner Kollegin gesprochen über eine E-Mail. Und aus welchem Land seid ihr? Also unsere Kompanie ist in London. Und ja, wir leben auch dort in London, England. Ah ja. Und ja, wir studieren dort alles Gemeine. So. Machen wir mal E-Mail auf. So, und ihr habt mir eine E-Mail geschickt, sagt er. Nochmal bitte? Ihr sagt, ihr habt mir eine E-Mail geschickt. Ja, bei Theresa Barrett. Hallo.
Also ich habe ein Hallo geschrieben. Kann die Kollegin das nicht selber sagen, die dir das gerade im Hintergrund vorgesagt hat? Das war die Stimme, die als erstes dran war. Naja, jetzt musst du dein Mikrofon wieder ausmachen. Also mal ganz im Ernst, die ist doch total überfordert mit ihrem Job. Ganz schön anstrengend mit euch. Ich dachte, ihr wollt Geld verdienen. Ja, da war sie wieder im Hintergrund. So. Jetzt muss ich mich ja noch per E-Mail anmelden. Anstatt dein Mikrofon auszumachen, könntest du mir doch was über deine Firma erzählen. Also, sie wollen über unsere Firma ja wissen. Ja, okay. Was wollen Sie wissen? Ich kann es Ihnen sagen. Ja, wie lange sind Sie denn zum Beispiel schon am Markt? Das wäre doch mal interessant. Also, wie lange wir sind schon am Markt? Musst du da jetzt echt fragen? Also, unsere Firma hat angefangen mit diesem zu unternehmen seit 2011. Und ja, bis heute. Und wir werden also immer das haben. So. Also wir haben ja verschiedene so Kampagnen, dass wir arbeiten. Ah ja, man hat verschiedene Kampagnen, was sie so arbeiten. Klingt eher danach, als hätten die verschiedene Betrugsmaschen, mit denen sie arbeiten. Und ja, wir arbeiten auch in 5 richtige Abteilungen. Ja. Kryptowährungen, Aktien, Leasing, Rohstoffe und Forex auch. Ja, und muss man das bei Ihnen alleine machen oder bekommt man da jemanden, der einen da unterstützt? Also, man kann es auch selbst alleine machen, aber wir sind hier also, um zu helfen, ja, Handelskonto aufzumachen und so weiter. Also ist in Ordnung, Sie können das auch selber machen, aber das ist so ein Hilfe, so ein Plus sozusagen. Ja. So, wann habt ihr die E-Mail geschickt? Weil ich habe noch gar nichts bekommen. Sie haben gar nichts bekommen? Können Sie bitte Ihre E-Mail aktualisieren? Also es ist Theresa Beres, sie hat ein Hallo geschrieben. Ja, ich habe ja gerade mein Postfach erstmal aufgemacht. Die letzte E-Mail ist von 9.30 Uhr. Da seid ihr noch nicht mit dabei. Vielleicht steht ja auch bei Spam. Können Sie es sehen? Da ist auch noch nichts Neues, ne? Okay, dann schicke ich nochmal eine neue E-Mail. Keine Sorge. Ja. Und wie bei all den anderen Abzockern wird wieder fleißig im Hintergrund geklatscht. Also ich weiß nicht, ob die da tanzen und klatschen üben, weil so hört sich's hier bei denen auf jeden Fall an, oder ob die ihre Blödheit feiern, aber es wird wahrscheinlich wieder ein erfolgreicher Abzockversuch sein. Können Sie bitte Ihre E-Mail jetzt prüfen? Ich habe nochmal eine E-Mail geschickt. So, warte, ich guck nochmal. Also die letzte E-Mail, die ich habe, ist von 9.30 Uhr. Da steht drin, dass Samsung Galaxy S20 SE für nur 4,99 €. Das seid ihr, denke ich mal, nicht. Ist Ihre E-Mail gerolf.steiner@mdccfun.de? mdccfun.de, aber das... mdccfun.de. Ja, genau, ja. Gerold.steiner. Ja. Okay, ich schicke noch ein anderes E-Mail mit etwas drin und vielleicht können Sie es sehen, okay? Ja. Ist das in Ordnung? Mhm. Okay.
haben Sie es bekommen, den E-Mail, den ich gerade geschickt habe? Ich habe wirklich keine Ahnung, was er die ganze Zeit gemacht hat, aber ich musste jetzt hier 2 Minuten, ganze 2 Minuten rausschneiden, bis sie sich wieder gemeldet hat. Scheint wohl so zu sein, dass sie 2 Minuten für ein einfaches Hallo in einer E-Mail gebraucht hat. Aber bei der Intelligenz wundert mich mittlerweile echt überhaupt gar nichts mehr. Was lädt hier gerade? Ich bin hier gerade auf eurer Webseite, Origin Invests. Ja? Da sind irgendwie lauter Häuser im Hintergrund, ist das richtig? Was sind das dort noch einmal? Weil ich habe nie so gut gehört. Da sind lauter Häuser im Hintergrund, ist das richtig? Ja, weil es gibt ja schon so viele Operatoren, die ja hier arbeiten. Das ist doch ein Arbeitsplatz und natürlich ist es laut. Ich habe wirklich keine Ahnung, was sie verstanden hat. Auf jeden Fall antwortet sie überhaupt nicht auf meine Frage. Haben Sie den E-Mail bekommen und es gesehen? Bei Teresa Beres? Ich guck mal nochmal. Okay, können Sie bitte es noch einmal sehen? So. Scheint noch nichts angekommen zu sein. Ich habe schon 3 Mails geschickt und Sie sagen, dass es nicht gekommen ist. Warten Sie, wie heißt der Name? Können Sie in den Namen von Teresa Beret eine E-Mail, also etwas schreiben und es mir schicken? Also ich kann es auch buchstabieren, also ein. Die E-Mail-Adresse. Teresa, also T-H-E... Ja. E-R-E-S-A Punkt. Warte mal, ich suche mal erstmal. Vielleicht ist die bloß irgendwo weiter unten, dass ich das gerade nicht sehe. Aber ich habe es doch gerade geschickt. Ja, aber vielleicht ist das ja irgendwie ein bisschen durcheinander, warten Sie mal. Okay, schauen Sie mal. Und wenn es nicht, dann ich kann Ihnen die E-Mail buchstabieren und Sie schreiben an diesen E-Mail. In Ordnung? Ja, warte, dann ist tatsächlich nichts gekommen. Dann muss ich hier mal eine neue E-Mail schreiben, Moment. Okay, schauen Sie mal. Tatsache. 31.03.2011 haben die den Laden aufgemacht. Eieiei. So. Ach Mensch, wo war denn jetzt das Fenster? Ja, hier. So, muss erstmal meine E-Mail-Adresse auswählen. So, jetzt können Sie buchstabieren, ja? Okay. TH. Ja, TH. E. E. Yeah. R. L. S. S. E R E. S-A. E-S-A. So, warten Sie, ich buchstabiere jetzt auch nochmal. T-H-E-R-S-E-R-S-E-S-A. T-H-E-R-E-S-A. Teresa. Ja, ist bestimmt falsch, aber wir probieren mal den Punkt. Punkt B. D oder B? B. B, Brot. E. E. Ja. R. Ja. Nochmal R. Ja, nochmal. E. E, Ja. Und T. Punkt. Stop. Nein, kein Punkt. At. At. Origin Invest. O-R-I-G-I-N-I-N. Und dann Punkt com, ja, ich war ja schon auf der Seite. Punkt.to. Ja. So. In Ordnung? Was? Punkt.to? To. Nicht com? Nein, nur to. Also, die Domain gibt's aber nicht mit co. Ja, aber das ist doch die Mail von unserer. Mit co am Ende. Aha. Probieren Sie mal, Sie können in diesem E-Mail schreiben und einfach ein Hallo sagen, keine Ahnung. So, dann hoffe ich, dann habe ich jetzt die Adresse richtig.
Aber ich kann ja an alle mal schreiben. Moment. Ich sage es nochmal. Theresa.Beret@origininvest.co. Ja, ich schreibe jetzt einfach mal an beide. Irgendwo wird es schon ankommen. Dann schreibe ich da jetzt mal Hallo rein. Okay, schreiben Sie ein Hallo. Und in den Text schreibe ich Pimmelmann. Okay. In den Text schreibe ich Pimmelmann. Okay. So. So, die Nachricht wird gesendet. Jetzt steht hier, wird geladen. Und jetzt ist sie weg. Aber ich habe von euch immer noch keine E-Mail bekommen. Also ich habe Ihnen schon 3 E-Mails geschickt, aber keine Ahnung. Ja, das ist auch wirklich komisch. Normalerweise kommt hier immer alles an. Also es dauert bei mir ein bisschen länger, aber ich habe ja jetzt auch noch einen Rechner hochgefahren und so. Haben Sie schon den E-Mail geschickt? Ja, ich habe schon E-Mail verschickt. Okay, this mal. Wie gesagt, das kann 2-3 Minuten bei mir immer dauern. Okay, dann warte ich 2-3 Minuten so, bis es kommt. Alles klar. Okay. Welche Tiere habt ihr denn bei euch auf der Webseite? Nochmal bitte. Hier sind so Tiere abgebildet auf der Webseite. Welche sind denn das? Tiere? Tiere, ja. Tiere? Welche sind denn das hier auf der Seite? Die sind so bunt. Können Sie mir sagen, was Sie gerade so schauen, weil es ist so komisch. Na, ich bin hier auf Ihrer Webseite. Origin Invest. Genau, Origin Invest habe ich jetzt hier auch. Ja. Und da sind Tiere auf der Seite. Welche sind denn das? Die gibt's bei uns gar nicht. Darunter steht 231 und dann Millionen Euros irgendwas. Haben Sie geschrieben .com oder .co einfach? Ich habe jetzt beides genommen, weil ich mir nicht sicher war. Also wir sind bei .co, nicht .com. Ja, ich habe, wie gesagt, habe ich ja beides genommen, weil bevor irgendwas nicht geht. Muss ja irgendwie gehen. Haben Sie schon den E-Mail geschickt? Ja, haben Sie mir schon gesagt. Haben Sie kein so gutes Internetverbindung, weil es muss ja schon kommen, das E-Mail. Ja, bin ich ja auch der Meinung. Weil ich, wie gesagt, ich habe die schon verschickt, aber vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Wie haben Sie bitte nochmal, können Sie mir buchstabieren, den E-Mail, das Sie gemacht haben? Ja, aber warten Sie mal, jetzt steht ja, dass ich die E-Mail zurückbekommen habe. Dann kann ich gucken, wo was falsch ist. Warten Sie mal. Ja, hier steht, dass die Adresse, die ich geschrieben habe, ja, theresa.berre@origininvest.co, da ist es nicht angekommen, steht jetzt hier. Vielleicht haben Sie es falsch geschrieben. Können Sie mir bitte buchstabieren, was Sie also für E-Mail-Name gegeben haben, nochmal? Ja, ich buchstabiere mal die CO-Adresse, ja. Da habe ich geschrieben ein T. Ja. Dann ein H. Ja. Ein E. Ja. Ein R. Ja. Ein E. Ja. Ein S. Ja. Ein A. Ja. Punkt. Ja. Dann ein B. Ja. Ein E. Ja. Ein R. Ja. Noch ein R. Ja. Ein E. Ja. Dann das Ad-Zeichen. T. Beret mit T.
Ende. Dann habe ich da einen Buchstaben vergessen. Okay, warten Sie, dann mache ich nochmal. Ja, Sie haben das T vergessen. Das muss ich nochmal komplett schreiben, ich kann die gar nicht kopieren, warten Sie. So, Theresa.bret und dann @regeninvest.co. So, dann schreibe ich da nochmal Hallo. Und in die Nachricht schreibe ich wieder Pimmelmann. Haben Sie schon an dieses E-Mail geschrieben oder etwas geschickt? Jetzt habe ich gerade abgesendet. Okay, ich schaue mal nach. Ja. Also jetzt muss die aber kommen, sonst ist noch irgendwas falsch. Sie haben etwas mit Anfang E-Mail mal. Ja, genau, genau, richtig. Ja, das ist. Okay, ich schicke an diesen E-Mail etwas. Ja. Okay. Also ich bin wirklich sprachlos über diese grenzenlose Intelligenz von dieser Callcenter-Mitarbeiterin. Also wirklich. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Haben Sie schon geschickt? Ich schicke es gerade jetzt. Ich habe ja doch schon den E-Mail bekommen. So, ich gucke mal, ob da schon was angekommen ist. Aber nee, ist noch nicht da. Aber... das dauert ja manchmal, wie gesagt, ein bisschen. Verdient man da bei euch eigentlich viel? Ja, es sind ja viel. Ja, es sind. Weil wir arbeiten ja viele in einem sehr großen Raum, verstehen Sie? Ja. Und ja, jeder redet hier und es ist ein bisschen laut. Ich habe den E-Mail schon geschickt. Jetzt habe ich hier noch eine E-Mail gefunden, aber die habt ihr schon um 9.34 Uhr geschickt. Da steht, guten Morgen, mein Name ist Natalie Kim, ich bin Finanzberaterin. Nein, wir sind das nicht. Also das ist das erste Mal, dass wir ihn anrufen. Ja, aber das ist ja richtig. Aber die Natalie hat mir ja heute schon geschrieben. Nein, ich kenne keine Person mit diesem Namen. Natalie Kim. Nein, ich kenne niemanden mit diesem Namen. Okay. Und war das nicht die, die zuerst angerufen hat? Oder gerade zuerst dran war? Nein, sie heißt doch Theresa Beres. Ach so, und wie ist dein Name? Mein Name ist Sarah Brandt. Ach so, okay, nee, dann habe ich das durcheinander gebracht. Kein Problem. Haben Sie schon den E-Mail bekommen? Ich habe es Ihnen schon geschickt. Warten Sie, ich drücke auf Aktualisieren. Theresa Beres. Ja. Okay, aktualisieren Sie bitte. Es ist wieder so langsam bei mir, bis die Seite lädt. Dann geht. Kleinen Moment. Okay, ich warte. Ne, ist noch nicht da. Aber das... ich habe es bei Theresa Beret, also in diesem E-Mail, das Sie geschickt haben, in diesem E-Mail habe ich es geschickt. Ja, dann muss das auch ankommen. Bei mir, es kommt so an, dass es gekommen ist, deswegen. Ja, wenn sie verschickt ist, das zeigt er ja dann erstmal an, ja. Aber es ist noch nicht da, das dauert ja manchmal bei mir. Okay, wir warten, bitte aktualisieren Sie jedes Mal Ihre E-Mail, damit es kommt. Weil... ja, ich will die ja auch haben, die Nachricht. Dass das mit dem Handeln auch losgehen kann. Und was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Warum wollen Sie das wissen? Warum denn? Nein, ich habe einfach nur so gefragt, weil Sie haben mich auch gefragt, was arbeiten Sie und ja, so weiter. Deswegen, nur auf Neugier, nicht für etwas anderes. Ja, ich arbeite im Museum. Das ist doch gut. Manchmal bin ich da auch nachts, dann ganz alleine. Haben Sie keine Angst? Ah ja, doch, manchmal schon. Sind Sie ganz allein in dem ganzen Museum? Da muss ich auf die ganzen Sachen aufpassen und da hört man öfters mal gruselige Geräusche. Ich würde dort nicht hingehen, also nachts gar nicht.
sagst vielleicht. Also, ich habe viel Angst von Sachen. Also, wenn es ist dunkel, ja. Ich kann nicht alleine raus so gehen. Und gar nicht in ein Museum. Das geht gar nicht. Ja, ist schon manchmal ganz gruselig. Aber ich habe noch keine Nachricht bekommen. Die ist immer noch nicht da. Ich habe es geschickt. Aktualisieren bitte Sie nochmal Ihre E-Mail. Ich habe auch einen Link geschickt. Also bei mir kommt es an, dass Sie es schon bekommen haben. Also mit diesen E-Mail-Adresse info@mdccfun.de. Aber bei mir ist wirklich noch nichts da. Sehen Sie, also bei Theresa Barrett, also steht der Link. Theresa Barrett. Nee, finde ich leider nicht. Da ist wirklich nichts angekommen. Aber wie gesagt, manchmal dauert das bei mir hier auch ein bisschen. Das ist schon alles ein bisschen älter. Okay, ich kann es noch einmal schicken, wenn Sie wollen. Ja, probieren wir mal nochmal. Okay. Ich habe es schon noch einmal gerade geschickt. Ich hoffe, es kommt dieses Mal bei Ihnen. Ja. Ja, aus der Ukraine dauert das ja manchmal auch bestimmt ein bisschen, bis das hier ist. Okay, wir werden warten, bis es ankommt. Wo genau sitzt ihr eigentlich in der Ukraine? Nein, wir sind in London. Also unsere Firma ist in London. Ja, dort arbeiten wir. Also die E-Mail, die du gerade aufgemacht hast, die wurde aber in der Ukraine geortet. In der Ukraine? Okay. Ja. In den UK. Aus der Ukraine, ja. Nein. Naja, aber da hast du doch die E-Mail gerade aufgemacht, die ich geschickt habe. Haben Sie schon den E-Mail bekommen? Also ich guck nochmal. Also die merkt wirklich überhaupt gar nichts. Sie hat eine E-Mail mit einem Tracking-Link geöffnet und bestreitet immer noch ihren aktuellen Standort. Sie wundert sich nicht mal, dass ich rausgefunden habe, an welchem Standort sie sich befindet und macht einfach weiter in ihrem Skript und wartet darauf, dass ich eine E-Mail von ihr bekomme. Nee, ist tatsächlich noch nichts da. Können Sie Ihre E-Mails nochmal durchsuchen oder sehen, weil vielleicht ist es schon angekommen, aber Sie wissen es nicht. Oder bei Spam sehen, vielleicht ist es dort. Ja, warte, ich guck mal nochmal bei Spam rein. Okay, schauen Sie bitte nochmal nach. So, das lädt jetzt hier. Nee, also ich habe ja echt noch nichts bekommen. Das ist nichts angekommen hier. Woran kann das liegen? Hallo? Ja? Woran kann denn das liegen, dass die noch nicht angekommen ist, die Nachricht? Keine Ahnung. Soll ich nochmal bei meiner Kollegin es probieren, weil... Ja, das wäre ganz nett, weil ich will ja dann auch langsam anfangen, weil wir telefonieren ja schon so lange jetzt. Ja, ich weiß, keine Ahnung, ich habe schon... Das ist auch das fünfte Mal, dass ich eine E-Mail schicke und es hat nie so viel gedauert. Ja, aber das hatte ich auch deswegen noch nicht, dass das so lange... Ich verwirre mich. Also... Ich hatte das auch noch nicht, dass das so lange dauert. Normalerweise kommen die so in 1 bis 2 Minuten an, aber dass die gar nicht ankommt, das hatte ich auch noch nicht. Ja, deswegen... Ich wundere mich auch. Okay, jetzt habe ich noch eine E-Mail geschickt. Ja, weil meine haben Sie ja auch bekommen. Ja, ich habe es Ihnen es bekommen, aber keine Ahnung, wieso Sie meine E-Mail nicht bekommen haben. Ja. Haben Sie schon eine E-Mail jetzt gerade bekommen von Olga Meier? Ne, sofort kommen die Nachrichten bei mir auch immer nicht an. So 1 bis 2 Minuten dauert es immer. Das ist normal. Wer zum Teufel ist jetzt eigentlich Olga Meier? Das ist jetzt schon der dritte Name, den wir in diesem Telefongespräch haben. Der auch garantiert nicht mit den ausländischen Akzenten zusammenpasst. Aber
Ich habe auch noch keine von den alten E-Mails bekommen, weil die müssten ja eigentlich auch kommen, aber... Ja, können Sie nochmal bitte Ihre alle Nachrichten bei E-Mail so sehen? Und vielleicht finden Sie eins mit Namen Teresa Barrett. Ja, ich guck nochmal. Ja, wissen Sie was, ich mach mal das E-Mail ganz zu und dann mache ich mal die E-Mail nochmal auf. Vielleicht... Okay. Vielleicht hängt einfach nur irgendwas mit dem Programm. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, weil das ist mir ja nie passiert. Wir haben ja so viele E-Mails geschickt und alle sind so angekommen, verstehen Sie mich? Ja. Und keine Ahnung, wieso nicht bei Ihnen kommt. Na, aber brauche ich denn die E-Mail? Sie haben ja von mir jetzt schon eine bekommen. Ja, Sie brauchen das E-Mail, weil Sie müssen also in den Seite, wo Sie ein Formular so ausfüllen werdet mit euren Daten, persönlichen Daten. Ja. Deswegen, ich habe so mit den E-Mails so ein Ding geschickt, wo Sie draufdrücken sollen und ja, direkt in die Seite gehen sollen und einfach nur ausfüllen. Na, können Sie mir da den Link nicht einfach sagen? Weil wenn das jetzt mit der E-Mail nicht geht, dann kann ich das ja oben in die Adressleiste vielleicht eintippen. Aber ich habe schon nochmal eine E-Mail jetzt geschickt mit dem gleichen Link. Ja, das glaube ich dir ja auch, aber das... Mal an, aber wenn die können jetzt Sie nicht... es nochmal überprüfen, bitte? Ja, ich aktualisiere nochmal. Nee, es ist tatsächlich noch nichts da. Also, kann ich den Link nicht oben einfach eintippen und Sie sagen mir, wie der Link heißt? Dann tippe ich den jetzt einfach selber ein, wenn es so nicht geht. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon eine halbe Stunde mit dem E-Mail-Gedöns verschwendet, was zu überhaupt nichts geführt hat. Und wenn es ja eigentlich nur um einen Link geht, warum buchstabiert sie mir den Link nicht einfach? Also, da sind wir wieder bei dem Thema, die Abzocker machen sich's irgendwie komplett selbst schwer. Meine E-Mail haben Sie ja auch bekommen. Hallo? Also das Link ist so lang, ich kann es nicht mal so buchstabieren, sehr lang. Na, dann kopier doch den Link in so einen URL-Kürzer rein. Das gibt's doch da von Amazon und von Google, wo man da so einen kurzen Link draus machen kann. Einen Short-Link-Generator. Haben Sie eine E-Mail gerade bekommen bei Olga Meier? Oder muss ich ja buchstabieren? Also die Betrüger bekommen dem Anschein nach wirklich jedes Mal immer alles haarklein vorgesagt, was sie sagen sollen. Also, dass da immer noch jemand im Hintergrund ist und alles noch diktiert. Und der Betrüger am Telefon wiederholt das Ganze doch nur. Also mich würde das total nerven, wenn mir die ganze Zeit jemand vorsagt, was ich zu sagen habe. Oder muss ich ja buchstabieren? Oder muss ich buchstabieren? Oder muss ich ja buchstabieren? Oder muss ich buchstabieren? Oder muss ich ja buchstabieren? Ich habe euch die zweite Stimme im Loop extra mal ein bisschen lauter gemacht. Es ist wirklich tatsächlich Wort für Wort das Gleiche, was die Dame dann wiederholt. Was ein Blödsinn. Die bezahlen tatsächlich zwei Leute für eine Leitung. Warten Sie. Ne, jetzt habe ich hier IG-Kontoeröffnung. Das ist von Katrin Lutz. Ach du Scheiße, da steht die E-Mail, die hätte ich um 10.30 Uhr schon bekommen. Also das ist um eine ganze Menge verzögert irgendwie. 17 Minuten. Ja, ich habe schon jetzt 6 E-Mails geschickt. 5 von Teresa Barrett, 1 von Olga Meier. Einen von denen müssen Sie schon gekriegt haben. Ja, theoretisch ja, aber es ist tatsächlich noch nichts angekommen. Aber ich kriege jetzt auch erst Nachrichten, die von 10.30 Uhr sind. Können Sie ein Programm herunterladen? Was denn für ein Programm? Ein Programm, das ich Ihnen schon sage, und wir können bei dieses Programm ja alles machen. Ja, welches Programm ist denn das? Jetzt wollen Sie bestimmt... AnyDesk heißt genau. Der Programm. Ja, gebe ich jetzt bei Google ein? Nein, bei Play Store. Bei Play Store?
Dann muss ich erst einen Play Store noch runterladen. Sie können das auch per Handy machen, wenn Sie wollen. Machen Sie bitte Ihren Handy auf Lautsprecher und gehen Sie bei Play Store. Sie können es eingeben. Ich sitze ja jetzt am Computer. Ich glaube, Ihr Computer funktioniert nicht. Keine Ahnung. Sie können es auch per Handy machen. Ja, aber das Handy ist ja noch älter als der Computer. Da kann man nichts so draufladen. Das hat so Tasten. Ihre Handy. Ja. Okay, dann machen Sie bei Computer, laden Sie runter AnyDesk. Ja. Also, gebe ich jetzt bei Google ein. Oder wo soll ich das eingeben? Ich probiere es mal bei Google. Sind Sie jetzt bei Google, ja? Ja, jetzt ist ja wieder die andere dran. Von wohin? Und Tatsache, die Stimme aus dem Hintergrund ist jetzt in den Vordergrund getreten, um mit mir zu quatschen. Scheinbar hat sich wohl die andere Mitarbeiterin ein kleines bisschen zu blöd angestellt die ganze Zeit. Und nun ist die andere dran. Wirklich merkwürdig, dieses Callcenter. Ich meine, das ist jetzt insgesamt dann schon wieder die dritte Mitarbeiterin, die wir hier beschäftigen. Wer ist denn jetzt dran? Haben Sie es schon geschrieben, Enide? Ja, also bin ich gerade dabei, aber wer ist denn jetzt dran? Also ich bin Salabran dran, mit dem Sie schon seit halben Stunde gesprochen haben. Nee, das war ja die andere gerade eben. Die Stimme hat sich ja gewechselt, ich bin ja nicht doof. Nein, also mein Freund hat gerade mit einem Klient gesprochen und sie hat laut gesprochen. Ach so. Also ich habe es mir gerade noch ein paar Mal angehört, da hat tatsächlich die Stimme für diesen einen Satz kurz geändert und dann war wieder die andere Mitarbeiterin dran, mit der ich tatsächlich auch eine halbe Stunde gequatscht habe. Also es wird immer mysteriöser. So, also AnyDesk soll ich jetzt runterladen. Ja, sie soll AnyDesk herunterladen. Ja, aber ich glaube, so langsam lassen wir dann doch mal die Bombe hier platzen und geben mal bekannt, dass wir hier mit ein paar Betrügern sprechen. Und da passiert tatsächlich auch was ich nicht gedacht habe. Sie bleibt noch eine ganze Weile trotzdem in der Leitung und quatscht mit mir. Ja, aber ich glaube, ich lasse keinen Betrüger auf meinen Computer gucken, weil was anderes seid ihr ja nicht. Wieso sind wir Betrüger? Ich habe mit Ihnen so seit einer Stunde fast gesprochen. Ja. Wenn ich ein Betrüger wäre, dann wäre ich hier so eine Stunde. Ja gut, aber... Und ich hätte nicht 1000 E-Mails doch geschickt. Mhm. Weil ich habe auch andere Menschen zu telefonieren. Deswegen. Ja, das ist ja schade, dass hier andere Leute auch noch anrufen. Das ist schon dramatisch, ja. Können Sie eigentlich... Mich, wenn ich rede mit einer Person so eine Stunde, zwei Stunden und am Ende sagt sie, ja guck, sie sind ein Betrüger und solche Sachen. Deswegen ist es so anstrengend, sie müssen auch uns verstehen. Ja, aber guck mal, nur Betrüger arbeiten mit AnyDesk und auch nur Betrüger erzählen mir eine andere E-Mail-Adresse, als die Webseite heißt. Und auch nur Betrüger erzählen mir, dass sie nicht in der Ukraine sitzen würden. Aber ich habe die E-Mail, die ich dir geschickt habe, die habe ich getrackt. Und du sitzt in der Ukraine. Wir sitzen nicht in der Ukraine. Ja, natürlich sitzt wir in der Ukraine. Wir sitzen in England, in London. Ja, ja. Unsere Firma ist in London. Mhm. Wenn Sie schon bei Origin Invest, am Ende von Origin Invest, werden Sie alle Sachen sehen. Sie können es auch selbst sehen. Ja, ja. Ich aber weißt du, was noch ein gutes Indiz ist? Man kann eure Telefonnummer nicht mal zurückrufen. Wenn ich eure Telefonnummer zurückrufe, existiert die Nummer nicht. Und das machen auch nur Betrüger. Okay, machen wir so. Ich erzähle Ihnen so ein Beispiel. Wenn wir also unsere Telefonnummer ja zeigen von allen Leuten, alle Leute ja können uns anrufen. Alle, auch wenn sie nicht von uns wollen, sie können auch uns anrufen und das ist auch für uns anstrengend, wissen Sie? Weil wir haben ja schon 1000 Nummern, um zu anrufen und wenn wir so Anrufe von anderen Leuten bekommen, die gar nicht wollen, einfach nur Spaß machen. Ja, ist ja auch richtig, dass die Leute das machen. Das ist doch super, umso mehr Leute bei euch anrufen oder ihr die anruft und die euch verarschen, umso besser ist es doch. Weil letztendlich versucht ihr ja den Leuten das Geld zu klauen.
Und wie gesagt, man kann eure Telefonnummer, die, mit der Rufnummer, mit der du mich jetzt gerade anrufst, diese ja? Rufnummer kann ich nicht mal zurückrufen. Die existiert gar nicht, die Nummer. Deswegen, ich habe es Ihnen doch erklärt, wenn wir ja unsere Nummer von allen Leuten so gezeigt werden, dann die werden uns 100 Mal anrufen, auch wenn sie nicht von uns wollen. Deswegen haben wir ja so eine Anmeldung, wo sie auch angemeldet haben mit Name, Nachname, E-Mail-Adresse und auch Telefonnummer sich angemeldet haben und wir ja jetzt anrufen. Ja, ist aber Pflicht. Das ist illegal, wenn ihr mit Spoofing anruft. Das ist einfach illegal, dass ihr mit einer gespooften Rufnummer anruft. So, hier, gucke. Wieso ist das illegal? Unsere Firma ist nicht illegal. Na, natürlich. Also, um unsere Firma so zu beschützen, sozusagen. Ihr arbeitet aber illegal. Ihr arbeitet illegal. Nein, wir arbeiten nicht illegal, weil erstmal, wenn ich illegal arbeite, wäre ich gar nicht furchtbar. Hier. Das ist echt furchtbar. Ich verstehe nicht, wie das... Ich verstehe einfach nicht, wie es in deine Birne nicht reingeht. Ihr seid Betrüger, ihr zockt die Menschen ab, ihr ruft illegal an. Ihr habt nicht mal ein Einverständnis, auf dieser Rufnummer hier anzurufen. Soll ich okay, dir mal was erzählen? Dann lassen Sie mir diese Frage. Bis jetzt, wir haben ja 45 Minuten gesprochen. Sie haben einfach mich sozusagen betrogen, so ist das. Aha, ja. Wir haben das schon gemacht, ich habe ihn sozusagen so viele E-Mails geschickt, damit wir ja weitermachen. Und sie haben 45 Minuten aus meiner Zeit genommen, nur einfach um so Blödsinn zu sagen. Na, sagen wir es mal anders. Du kannst dich selbst bei YouTube hören, 45 Minuten lang. Nein, weil doch, ich bin gerade am Arbeiten. In diesen 46 Minuten, ich hätte auch 1000 Klienten so angerufen und vielleicht davon 1000 Klienten werden auch einverstanden, das zu machen. Naja, Gott sei Dank konntest du das nicht machen in der Zeit. Gott sei Dank. Und wieso haben Sie schon mit mir 46 Minuten gesprochen? Ja, damit ich deine Zeit verplempern kann. Zu machen. Damit ich deine Zeit verplempern kann. Sie haben mir gar nichts gemacht, weil das ist ja auch meine Arbeit, zu reden. Ja, aber du konntest ja Gott sei Dank in der Zeit niemanden anderen betrügen. Sollten Sie Ihnen es klar zu machen, dass Sie das machen wollen. Aber das ist doch Ihre Entscheidung. Wenn Sie das machen wollen, okay. Wenn Sie das nicht machen wollen, ist nicht mein Problem. Sie verlieren, ich verliere nicht. Ich nehme doch meinen Bonus und alles, was ich verdient habe. Ja, das ist ziemlich traurig, dass ihr da auch noch Bonus verdient. Wieso ist das traurig? Weil ich habe mit einem Menschen wie ihn 47 Minuten gesprochen. Hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dir einen anständigen Job zu suchen? Ich habe 47 Minuten aus meinem Leben mit ihm verbracht und sie haben einfach nichts gemacht. Ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, einen anständigen Job zu machen? Das ist doch anständig. Das ist nicht anständig. Für mich ist doch anständig. Ja, das ist aber wirklich ganz, ganz traurig. Ich nehme keine Drogen, auch verkaufe keine Drogen, was ja illegal ist. Wie Sie wissen, auch wenn ich betrüge auch keinen Menschen, wieso sollte ich das machen? Weil das ist ja nicht mein Job. Also eigentlich bin ich ja anderer Meinung, aber bei dir denke ich wirklich, nicht alle Menschen sind gleichwertig. Ja, das denke ich auch bei Ihnen auch. Sie sind nicht mal ein Cent würdig. Ja. Tja, Leute, ich würde sagen, hier haben wir mal so richtig eingelocht. Aber... es ist wirklich furchtbar. Die Dame, die begreift nicht, was sie für einen Job macht. Und ich denke, hier ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Sie hält ihren Job als anständig. Sie freut sich darüber, dass sie Bonus bekommt. Und ja, auf jeden Fall hat sie sich auch darüber geärgert, dass sie ganz viele andere Kunden nicht anrufen konnte in der Zeit, hat sie ja gesagt. Also auf jeden Fall würde ich sagen, ein voller Erfolg, dass wir ihre Zeit hier verplempert haben. Und und es war auch mal ganz nett, mal von so einer Betrügerin die Sicht von ihrer Seite zu sehen, beziehungsweise zu hören. Ja, aber schade ist halt wieder, dass sie nichts begriffen hat. Sie hat, sie war genauso intelligent wie am Anfang des Gesprächs. Sie hat es einfach nicht kapiert, dass den Job, den sie da tut, dass der wirklich das Allerprimitivste ist. Menschen abzocken und verarschen, um ihr Geld betrügen und die Leute einfach ärmer zu machen. Und ja, normalerweise halte ich alle Menschen für gleichwertig, aber hier konnte ich nicht mehr anders. Also sie weiß, dass sie betrügt und sie findet es auch noch in Ordnung. Und da hört dann bei mir der Spaß auch einfach auf und da ist dann bei mir auch das letzte bisschen Respekt vor diesem Menschen komplett verloren gegangen. Tut mir wirklich leid.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen mehr befriedigen als sonst und bin euren Wünschen damit ein bisschen gerechter geworden. Falls ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht, den Abo-Button zu drücken. Wenn du noch mehr Videos hören möchtest, findest du auch jetzt hier in der Playlist noch viel weitere Videos in dieser Art. Viel Spaß damit und wir hören uns dann im nächsten Video morgen schon wieder. Bis dann, ciao, ciao.